Welcome back, liebe Leute. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video werden meine Haare von einer professionellen Hair- und Make-up-Stylistin fertig gemacht. Ja, Leute, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Shooting hier in Stuttgart und zweiter Tag steht heute an. Ich bin leider noch ein bisschen erkältet, aber die Hair- und Make-up-Stylistin, sehr, sehr coole Sau, ja. Kerstin Heidu hat mir versprochen, heute meine Haare schick zu machen und da nehme ich euch jetzt mit hin. Let's go. So Leute, hier wie man sieht, die Kerstin ist schon hart am Arbeiten. Ja, wie immer. Wie immer. Hairstyling mit Kerstin, coolste Hair- und Make-up-Artistin in Stuttgart. Sweet, sweet, sweet. Also Leute, ein guter Tipp, einen Pinsel mit Haarspray nehmen und dann, damit man die Seiten schön zur Seite machen kann. Dann gehen die kleinen Härchen nach hier und wird schön schmal. Miese, Friese, Scheiße. Wow. Tada, fertig. Wow. So, erstmal ganz lieben Dank, dass du mir so eine schöne Friese gemacht hast. Dankeschön. Sehr gerne. So, und jetzt gibt's deine drei Tipps für Männer mit lockigen Haaren. Also, das erste ist ein Leave-In Conditioner, der macht die Locke ein bisschen weicher und bündelt die ganz schön und macht es ein bisschen schmäler vom Volumen. Okay. Das ist für dich auch ganz gut, das brauchst du unbedingt. Werde ich testen. Auf jeden Fall. Und ich kombiniere das gerne mit einem Sea Salt Spray, dann kriegt man wieder so Struktur rein. Das ist wie wenn du am Meer bist. Okay. So schöne Beach Waves, Beach Haare. Und wenn man da noch ein bisschen Finish braucht, noch so eine matte Paste, ein bisschen in die Spitzen, that's it. Okay. Kennst du Strandmatte? Ja, ist auch sehr gut. Ja, also ja? Im Prinzip, wenn ich jetzt sagen würde, so ein Leave-In Conditioner, Punkt 1, dann Punkt 2 wäre dieses Sea Salt Spray und Punkt 3 dann so mit Strandmatte und so einem matten Look drüber. Genau, das ist perfekt. Alright. Aber man kann auch untereinander mischen, man kann auch nur das, den Leave-In Conditioner nehmen und die Strandmatte, je nachdem wie weich oder wie strukturiert man die Locke möchte. Alright, cool. Sag ich ganz lieben Dank. Und jetzt machen wir ein paar Fotos. So, machen wir das. So Leute, das Shooting ist vorbei und ich muss sagen, ich bin ein wenig angeschlagen. Ich hole mich jetzt erstmal direkt ins Bett. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an Kerstin, die ist echt super cool. Also richtig coole Socke für die Friese. Und ich habe auch noch ein paar coole Hairstyling-Tipps von ihr bekommen. Die werde ich dann bald euch auf meinem YouTube-Kanal präsentieren. Also, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bis dahin, adios, amigos.